kalt ist es hier oben oberhalb von Reutlingen auf der Achalm, dem Hausberg der Stadt. Ich bin heute zu Gast bei Dr. Nils Schmid, 42 Jahre jung, verheiratet und zwei Kinder. Er ist stellvertretender Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Finanz- und Wirtschaftsminister. Tja, und in der Reihe der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl ist er quasi der dritte im Bunde nach Guido Wolf und Winfried Kretschmann im vergangenen Jahr. Was treibt ihn um? Wer ist der Mensch hinter dem Politiker? Und wie will er vor allem das Umfragetief für die SPD in den letzten 4 Wochen vor der Landtagswahl noch umbiegen? All das jetzt in Hausbesuch bei Nils Schmid. Liebe Zuschauer, mittlerweile sind wir in der Achalm im Restaurant angekommen. Bei mir unser Gastgeber, Dr. Nils Schmid, der Wirtschafts- und Finanzminister dieses wunderbaren Bundeslandes. Hallo, Herr Schmid. Hallo. Sie haben uns hierher eingeladen. Warum sind wir heute hier oben oberhalb von Reutlingen auf der Achalm? Was bedeutet dieser Ort für Sie? Die Achalm ist der Hausberg von Reutlingen. Man hat einen wunderschönen Blick auf die Stadt, auf die Umgebung, auf die Schwäbische Alb. Dieser Berg ist aber auch ein begehrtes Ausflugsziel. Wenn das Wetter schön oder weniger schön ist, kann ich mit meiner Familie hier hochkommen. Und er liegt meistens in der Sonne, weil er eben... Nur heute nicht. Ja, heute ist etwas bewölkt, aber selbst im Winter ist häufig und sehr lange die Sonne auf der Achalm. Und deshalb ist es einfach ein Stück Natur, unmittelbar neben der Großstadt, das ich sehr gerne genieße. Das heißt, Sie leben ja unter der Woche quasi in Stuttgart oder pendeln Sie jeden Abend nach Reutlingen nach Hause, wenn es der Beruf zulässt? Genau, ich pendle in der Regel nach Hause. Reutlingen ist eine gute Dreiviertelstunde Fahrzeit von Stuttgart entfernt. Und es ist schön, abends nach Hause zu kommen ins eigene Bett, morgens zusammen mit der Frau und der kleinen Tochter aufzustehen. Meistens schaffen wir auch noch ein gemeinsames Frühstück. Das ist was ganz Wichtiges und deshalb genieße ich es, dass ich doch meistens dann zu Hause sein kann, wenn die Arbeit rum ist. Ja, Sie haben wahrscheinlich viele Abendtermine auch oder Wochenendtermine. Also die Zeit zu Hause gemeinsam ist wahrscheinlich sowieso limitiert. Umso mehr kann man das wahrscheinlich genießen. Sie leben hier, wie gesagt, mit Ihrer Tochter und Ihrer türkischstämmigen Frau Tülay zusammen hier in Reutlingen. Ich habe auf Ihrer Internetseite gesehen, wir sind jetzt kurz nach Weihnachten, Sie feiern sowohl christliches Weihnachten als auch das muslimische Opferfest. Was ist denn oder welchen Stellenwert haben denn Religionen oder das Thema Religion bei Ihnen zu Hause? Religion ist für uns wichtig. Es ist auch Teil der Kultur, mit der wir groß geworden sind. Und deshalb wollen wir sowohl die muslimischen Feiertage wie die christlichen Feiertage gemeinsam feiern. Denn das ist Teil einerseits von Tradition, aber es gibt ja auch Orientierung im Leben. Und ich finde es ganz wichtig, dass man dann auch den Respekt aufbringt und beide Feste ins Familienleben integriert. Meine Tochter wurde hier auf der Achalm getauft oder wir haben die Tauffeier auf der Achalm gefeiert. Natürlich wurde sie in der Kirche, in der Marienkirche unten in der Stadt getauft. Aber das war auch ein wunderschönes Fest, weil da alles zusammenkam. Wir haben einen wunderschönen Gottesdienst gehabt in der Kirche und danach im großen Familien- und Bekanntenkreis gefeiert, weil es uns auch wichtig war, dass ganz viele Leute zusammenkommen und das mit uns gemeinsam erleben. Und es gab natürlich schwäbischen Rostbraten und Spätzle, aber es gab auch dann als Nachspeise Baklava neben Torten und Kuchen, um einfach auch deutlich zu machen, dass wir die zwei Kulturen, die in unserer Familie lebendig sind, als Bereicherung erleben. Und dann darf eben auch mal bei einer Tauffeier Bauchtanz und Balkanmusik oder orientalische Anklänge bei der Musik dabei sein. Das war ein wunderschönes Fest, was auch meiner Tochter in sehr guter Erinnerung geblieben ist. Also zwei Kulturen, die quasi sich gegenseitig bereichern. Wir haben ja aktuell diese Flüchtlingsdebatte, hat man quasi mit einer Frau, die in Anführungszeichen Migrationshintergrund hat, eine andere Sicht auf diese Dinge? Ist man noch mal mehr betroffen als Mensch, auch wenn man die Flüchtlingsproblematik sieht? Ich glaube, das gibt mir ein ganz feines Gespür für das Miteinander und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Denn Baden-Württemberg hat zu etwa einem Viertel eine Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Und alles, was wir
über die Flüchtlinge reden, betrifft nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch uns selbst als Gesellschaft mit eben vielen hunderttausend Menschen, ja Millionen von Menschen, die in den letzten Jahrzehnten nach Baden-Württemberg zu uns gekommen sind und hier eine Heimat gefunden haben. Und deshalb bekümmert mich und bestürzt mich dieses Maß an Ausländerfeindlichkeit, was jetzt im Zuge auch der Flüchtlingsaufnahme zutage tritt. Dem müssen wir entschieden entgegentreten, denn die Migrantinnen und Migranten und auch die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen und ein Bleiberecht haben, die werden früher oder später auch selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft werden. Und Baden-Württemberg ist in den letzten Jahrzehnten durch heimatvertriebene Gastarbeiter, Über- und Aussiedler, auch über bosnische Kriegsflüchtlinge stärker geworden. Und das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Ja, da spielt sicher auch der familiäre Hintergrund eine Rolle. Schließlich hatten wir in den letzten Jahren ja auch eine furchtbare Mordserie von rechtsextremistischen Terroristen, dieser sogenannte NSU. Schon damals haben viele, die sich hier heimisch fühlen, die Staatsbürger geworden sind, aber ausländische Wurzeln haben, gefragt, ist es noch mein Land, ist es mein Staat, der es nicht geschafft hat, diese Terrorbande rechtzeitig zu stoppen. Und deshalb tun wir gut daran, nicht einzelne gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen, sondern das Miteinander nach vorne zu rücken. Wir brauchen jetzt keine Hetzer, die die Gesellschaft spalten, sondern wir müssen die Gesellschaft zusammenhalten. Mhm. Jetzt hat die Türkei in den Bereichen Menschenrechte, Pressefreiheit, auch Gewaltenteilung nicht gerade den ersten Platz unter den Nationen. Ist sowas bei Ihnen zu Hause auch ein Thema, dass man sagt, wie ist die Politik von Erdogan in der Türkei, wie ist die Rolle der Türkei? Wird sowas diskutiert oder spielt das bei Ihnen keine Rolle? Also meine Frau ist in Deutschland aufgewachsen und für sie ist Deutschland die Heimat. Deshalb interessiert sie sich natürlich für die deutsche Politik, die Landes- und die Bundespolitik. Wir kriegen mit, was in der Türkei läuft, weil wir auch immer mal wieder in der Türkei sind. Und natürlich verfolgen wir das mit großer Sorge. Denn Pressefreiheit ist ein wichtiges Fundament der Demokratie. Und ohne Demokratie und ohne die Wahrung der Grundrechte wird die Türkei den Weg in die Europäische Union auch nicht gehen können. Und wenn ich auf offiziellen Besuchen in der Türkei bin mit Wirtschaftsdelegationen, ist es mir deshalb besonders wichtig, immer auch ein Gespräch mit Journalisten zu führen über die Lage der Presse in der Türkei, ein Gespräch mit Gewerkschaftsvertretern zu führen über das Thema der Arbeitnehmerrechte in der Türkei. Auch da gibt es Defizite, weil ich davon überzeugt bin, dass die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung der Türkei nur dann von Dauer sein wird, wenn auch die Bürgerrechte in der Türkei gewahrt und ausgebaut werden. Wenn man jetzt vereinfacht sagen würde, es gibt den Deutschen und den Türken, was können wir denn gegenseitig voneinander lernen? Wir Deutschen von den Türken, die Türken von uns. Es ist immer schwierig mit so pauschalen Zuschreibungen. Ich meine, die türkische oder auch überhaupt die Mittelmeerkultur ist sehr lebhaft. Es werden Feste kräftig gefeiert. Wie gesagt, meine Frau hat großen Wert darauf gelegt, dass eine Taufe nicht bedeutet, dass man einfach gemeinsam zu Mittag isst mit 20 Leuten. Sondern dass das drei Tage zu dauern hat. Nein, das auch nicht, aber dass zumindest da mit Musik und Schmackes und mit ganz vielen Leuten gefeiert wird. Ich meine, ich glaube, es gibt selten in Baden-Württemberg Tauffeiern, wo 200 Leute da sind. Aber das war jetzt einfach ein großes Fest. Dieses lebendige, Lebensbejahende. Das Lebensbejahende, das spürt man in diesen ganzen Mittelmeerländern ganz deutlich. Die Deutschen, wenn man das so pauschal sagen darf, die sind manchmal etwas zurückhaltender, auch im Kontakt, ja, das ist alles ein bisschen gemäßigt und vorsichtig. Aber das belebt ja auch und ich bin froh, dass ich das alles auch dann in der eigenen Familie miterleben kann. Also es ist Schwung in der Bude und so soll es auch sein, ja. Haben Sie Türkisch gelernt ein bisschen oder sind Sie da eher mit Guten Abend und Gute Nacht, ist Ihr Wortschatz schon rum? Also der Wortschatz ist etwas größer und ich habe dann auch irgendwann entschieden, dass ich Türkisch richtig lerne, weil mir es wichtig war, meine Frau in der Türkei nicht allein mit der Sprache zu lassen. Es gibt ja immer wieder Situationen, wenn man in einem Land unterwegs ist, wo es wichtig ist, dass man sich verständigen kann. So ganz einfache Situationen wie im Hotel einchecken,
Taxi zu rufen oder im Restaurant nach dem Rechten zu sehen. Das ist besser, wenn das nicht immer alles an meiner Frau hängen bleibt, sondern wenn ich da mithelfen und mich auch artikulieren kann. Und es ist auch eine Frage des Respekts gegenüber den Schwiegereltern, die ja Türkisch als Muttersprache haben, dass man dann auch ein bisschen das lernt. Auch wenn sie gut Deutsch können, gehört das einfach dazu, dass man dann die Sprache der Familie auch ein bisschen mit aufnimmt. Und mir war es auch deshalb wichtig, weil meine Kinder Türkisch auch gelernt haben. Also der große Sohn ist mit Türkisch aufgewachsen. Die kleine Tochter wächst auch zweisprachig auf. Und dann ist es gut, wenn auch beide Eltern mit beiden Sprachen was anfangen können. Sie engagieren sich auch darüber hinaus, sind Mitglied im Kuratorium des Deutsch-Türkischen Forums in Stuttgart. Da werden viele Völkerverständigungsprojekte auch gemacht. Was sind denn da so Kernprojekte, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind, die dort umgesetzt werden? Also was mich imponiert, ist der Ansatz des Deutsch-Türkischen Forums zu sagen, die türkische Kultur ist mehr als Döner und Orient-Pop-Musik. Es geht also darum, in Stuttgart, in Deutschland, deutlich zu machen, die Breite der türkischen Kultur. Das war etwas, was mich sehr angezogen hat. Das Deutsch-Türkische Forum hat mehrfach zum Beispiel Orhan Pamuk und andere Schriftsteller hergeholt für Veranstaltungen. Und das andere, was sehr wichtig ist, ist die praktische Arbeit von dem Deutsch-Türkischen Forum in Stuttgart. Da gibt es ein tolles Programm, das heißt Abi Abla, wo junge Migrantinnen und Migranten, die selbst schon in der Ausbildung oder gerade im Berufsleben auf eigenen Füßen stehen, Schülerinnen und Schülern helfen, in der Schule oder auch in der Berufsausbildung einen erfolgreichen Weg zu gehen. Und so eine Art Patenschaftsprojekt, Abi Abla heißt großer Bruder, große Schwester, die dann nicht von oben herab, sondern eben als großer Bruder oder große Schwester jungen Migrantinnen und Migranten helfen, in der Schule klarzukommen, sie zu beraten, ihnen auch Tipps zu geben, wie man eine Ausbildung hinbekommt, sie zu ermuntern, die Schule wirklich auch zu Ende zu bringen und vielleicht dann auch nochmal weiterzumachen Richtung Realschulabschluss oder gar Richtung Abitur, ihnen auch Selbstvertrauen zu geben aufgrund der eigenen Erfahrung, die sie als Migrantinnen und Migranten im Schulsystem und bei der Ausbildung gesammelt haben. Das ist ein ganz wertvolles Programm und deshalb unterstütze ich die Arbeit sehr gerne im Kuratorium. Kommen wir nochmal zu Ihrem persönlichen Leben. Sie sind in Trier in Rheinland-Pfalz geboren, aber ich glaube, da waren Sie nur ganz kurz. Ja, das war, hat keine bleibenden Spuren hinterlassen, auch wenn man sagt, die ersten Lebensmonate sind prägend, aber ich habe keine Erinnerung an Trier. Das war, wenn man so sagen darf, ein Auslandssemester meiner Mutter damals, die zum Studium nach Trier gegangen ist, aber dann sehr schnell nach Reutlingen übrigens gewechselt ist an die Pädagogische Hochschule damals zur Lehrerausbildung. Und deshalb sind meine ersten Kindheitserinnerungen mit Reutlingen verbunden und nicht mit Trier. Also quasi im Schwäbischen aufgewachsen. Was lieben Sie denn am Schwabenland? Das Bodenständige, das Zupackende, das Nicht-Großsprecherische. Ich liebe aber auch diese Selbstverständlichkeit der Weltoffenheit, die man nicht groß herausstellen muss, aber wir sind eine weltläufige, exportorientierte Gesellschaft hier in Baden-Württemberg. Es gibt kein Fleckchen dieser Erde, auf den nicht ein Mittelständler seinen Fuß gesetzt hätte. Also das sieht man. Wir sind eng eingebettet in die europäische Nachbarschaft. Es ist eine Selbstverständlichkeit, in die Schweiz, ins Elsass rüber zu gehen. Und was die Schwaben, was Baden-Württemberg auszeichnet, ist diese unglaubliche Vielfalt auf engem Raum. Wir haben ja eine unglaublich reichhaltige Kulturlandschaft. Wir haben eine Stärke des Landes, die aus der Fläche kommt. In jedem Tal ein Fabrikle und wahrscheinlich auch gleich noch ein Weltmarktführer. Eine
reiche Landesgeschichte. Hier Reutlingen, ehemals Freie Reichsstadt. Achalm war der Berg, der den Württembergern gehört hat. Die Württemberger haben dann von der Achalm runter auf die Stadt, damals Freie Reichsstadt Reutlingen, mit Kanonen geschossen. Also wir haben ja diese unglaubliche, bis heute das Bewusstsein und die Mentalität prägende kulturelle und regionale Vielfalt. Das zeichnet dieses Land aus und macht es auch so stark. Ja. Wie sehen Sie denn, wenn Sie das gerade schon erwähnen, die verschiedenen Identitäten, die hier doch im Bundesland herrschen, also gerade Baden und Schwaben, wie sehen Sie das Verhältnis im Jahr 2016? Ist das immer noch so spannungsgeladen wie früher oder ist das ein bisschen nivellierter? Ja, das hat sich schon entspannt, ja, aber dieser Unterschied insbesondere zwischen Württemberg und Baden, dieser Gegensatz spielt immer noch eine Rolle, wird auch natürlich gepflegt. Ich bin aber jetzt durch die intensive Reise durchs Land als Minister in den letzten Jahren schon auch inzwischen so weit, dass ich auch die innerbadischen Rivalitäten zwischen Mannheim und Karlsruhe beispielsweise sehr deutlich spüre. Das wird dann, wenn man genauer hinschaut, wird es ja dann immer noch komplizierter. Aber das hat eher sozusagen kulturelle und mentale Auswirkungen für die handfeste Politik. Ist es nicht ganz so prägend. Es ist vielmehr so, dass das, was wir als typisch schwäbischen Mittelständler bezeichnen, natürlich genauso gut in Südbaden oder in der Kurpfalz zu finden ist. Diese Innovationsfreude, dieses Tatkräftige, diese Erfolgsgeschichten aus der Garage oder aus der Scheune oder dem Kuhstall der Schwiegerleute heraus gegründete Unternehmen, die inzwischen in der ganzen Welt ihre Produkte vertreiben. Diese Geschichten findet man sowohl in Baden wie in Württemberg. Ich habe zum Schluss des ersten Teils noch eine andere Interviewform. Ich glaube mal gelesen, das wäre das Brechtsche Interview. Also ich gebe einen Halbsatz vor und Sie führen ihn bitte zu Ende. Als Koch bin ich. Mittelmäßig, aber für Spaghetti mit Tomatensauce reicht es immer. Mhm. Als Stürmer in der Landtagself konnte ich damals das eine oder andere Tor schießen. Manchmal war der Ball aber schneller als ich. Mhm. Ich entspanne am besten bei? Wenn ich mit der Familie Zeit verbringe, mit der kleinen Tochter spiele oder auch Ausflüge auf die Achalm mache. Mein Lieblingshobby war oder ist? Sport, in Ballsportarten, ob es Fußball, Basketball, Tennis ist. Und ich bin nach wie vor einer, der gerne Bücher liest. Mein Lieblingsgericht? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich bin ich wenig wählerisch, aber ich esse gerne Speisen mit Reis. Mhm. Und danach ein Baklava. Ja, nicht zu viel, weil es so schwer ist. Schwer und süß. Unser letzter Urlaub war in? Kroatien. Letzten Sommer ganz klassisch ans Meer nach Kroatien und ein bisschen auch die Gegend erkunden. Und dieses Jahr? Ist noch nicht geplant. Das machen wir erstmal Wahlkampf und Koalitionsverhandlungen. Genau. Danach sieht man weiter. Ab 14. März können wir in Urlaubsplanung gehen. Ihr Lieblingslied? Ihr All-Time-Favorite? Gute Frage. Ich hab kein definitives Lieblingslied, aber ein Lied, das mich sehr anspricht, ist Die Gedanken sind frei. Das haben wir jetzt schön gesagt. Das Feuer der Leidenschaft lodert in mir empor, wenn ich dem VfB zujuble oder ihnen zumindest die Daumen drücke. Mit Jubeln war es in den letzten Monaten ja nicht so weit her. Das stimmt, aber jetzt geht es ja aufwärts. Jetzt geht es aufwärts. Und ich war beim letzten Spiel im Stadion. Also, das war meine nächste Frage, haben wir das auch schon abgearbeitet. Genau. Hamburg gegen Stuttgart und Stuttgart hat 2-1 gewonnen. Ja. Hat sich gelohnt, dass ich da war. Also die Rückrunde lässt sich auf jeden Fall gut an. Was ich noch erreichen will, bevor es irgendwann zu Ende ist? Der große unerfüllte Traum. Der große unerfüllte Traum. Ich bin eigentlich glücklich mit meinem Leben, so wie es ist. Ja, also sicher, dass die Kinder groß werden und dass vielleicht gibt es auch mal Enkelkinder. Ja. Alles klar. Dann danke ich Ihnen fürs Erste. Wir machen Schluss mit dem ersten Teil des Hausbesuchs bei Nils Schmid auf der Achalm oberhalb von Reutlingen. Kurze Pause und wir sind gleich wieder für Sie da. Dann geht es unter anderem um den anstehenden Endspurt im Wahlkampf zur Landtagswahl 2016. Bis gleich.
Liebe Zuschauer, wir sind im zweiten Teil von Hausbesuch bei Nils Schmid in dieser Woche auf der Achalm oberhalb von Reutlingen. Im ersten Teil unserer Sendung haben wir uns Nils Schmid und seinem Privatleben gewidmet. Jetzt wollen wir ihn noch ein bisschen näher als Politiker kennenlernen, was ihn auch umtreibt, jetzt gerade im Wahlkampf und wie er die nächsten Wochen, es sind ja noch 4 Wochen bis zur Landtagswahl, wie er sie rumbringen will und natürlich gewinnbringend für seine Partei, die SPD, nach Hause fahren will. Herr Schmid, Sie sind ja Wirtschafts- und Finanzminister, sind auch stellvertretender Ministerpräsident, das heißt der direkte Stellvertreter von Winfried Kretschmann. Haben Sie denn diese Funktion auch schon mal in einer formalen Situation ausgeführt? Das ist selten der Fall gewesen. Das war mal bei der Leitung von Kabinettssitzungen, wenn Kretschmann verhindert war, was aber nur ein-, zweimal vorgekommen ist. Und es kommt hin und wieder zu Stellvertretungen bei der Wahrnehmung von Terminen. Ministerpräsident ist eingeladen, kann nicht, und dann wird es weitergereicht und landet dann bei mir. Manchmal aber auch bei den Fachministern. Aber ansonsten steht der Ministerpräsident ja voll im Saft. Wir arbeiten aber gut zusammen, wenn es dann darum geht, in der Regierungsspitze Entscheidungen vorzubereiten. Das ist klassischerweise der Fall bei Haushaltsverhandlungen. Da kommt es dann wirklich darauf an, dass Ministerpräsident und Stellvertreter sich eng abstimmen. Und das hat sich die letzten 5 Jahre sehr gut bewährt. Wie ist denn Ihr persönliches Verhältnis zu Herrn Kretschmann? Das ist ein gutes Verhältnis. Ich kenne Winfried Kretschmann, seitdem ich im Landtag bin. Fast 20 Jahre. Wir waren 14 Jahre lang Wahlkreiskollegen im Nachbarwahlkreis in Nürtingen. Da habe ich ihn schon zu Oppositionszeiten kennengelernt. Wir kennen uns aus der gemeinsamen Arbeit im Finanzausschuss, auch vor der Regierungsübernahme. Und wir haben auch im Wahlkampf 2010, 2011 Wert darauf gelegt, dass wir an einem Strang ziehen, um nach 58 Jahren die CDU-Herrschaft hier zu überwinden. Und es setzt sich dann jetzt auch in der Regierung fort. Wir wissen also, was wir einander haben. Wenn Sie was Nettes über Herrn Kretschmann sagen sollen, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu. Ich schätze seine unprätentiöse und vernünftige Art. Also mit ihm kann man die Dinge pragmatisch besprechen und regeln. Und das tut uns beiden und tut dem Land gut. Wir haben vor 5 Jahren uns zum ersten Mal in einem Interview in Friedrichshafen, auch an einer Fensterfront, kennengelernt. Das war auch Wahlkampf. Und ich habe Sie damals gefragt, Sie sind SPD-Spitzenmann, wie es denn nach der Wahl vielleicht sein wird, wenn Sie dann der Juniorpartner der Grünen sind. Dann ist es wirklich so gekommen, die Grünen haben ein sensationelles Wahlergebnis eingefahren. Wie haben Sie denn diese 5 Jahre quasi als Juniorpartner der Grünen, also nicht Rot-Grün, sondern Grün-Rot, erlebt? Das war für die SPD natürlich erstmal eine neue Erfahrung. Wir kennen sonst nur große Koalitionen mit der CDU. Es ist deutlich angenehmer, mit den Grünen in einer gemeinsamen Regierung zu arbeiten, denn die Schnittmengen in der Bildungspolitik, Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, natürlich auch in Fragen der Umwelt- und Energiepolitik, sind natürlich deutlich größer. Insofern war es ein gutes gemeinsames Regieren. Und gleichzeitig greifen natürlich die Mechanismen, die man aus der Großen Koalition kennt. Das heißt, die gute Regierungsarbeit der SPD-Mannschaft, die ja ganz stark unterwegs ist, zahlt etwas stärker auf das Konto des größeren Regierungspartners ein, weil es eben den Amtsbonus des Regierungschefs gibt. Aber umso wichtiger ist es, dass wir jetzt im Wahlkampf deutlich machen, dass all das nur erreicht wurde mit einer starken SPD. Wenn ich an die Abschaffung der Studiengebühren denke, die ja auch gegen grüne Widerstände durchgesetzt werden musste, wenn ich an die Einführung von Gemeinschaftsschulen und den Ausbau der Ganztagsschulen denke, den Ausbau der Sprachförderung, alle Sachen, die die SPD mit unserem Kultusminister Andi Stoch maßgeblich vorangetrieben haben. Also man merkt, die gute Erfolgsbilanz dieser Regierung hängt maßgeblich von der SPD ab. Aber das wird im Land nicht so wahrgenommen. Die Umfrageergebnisse, die kennen Sie besser als ich. Sie liegen da bei 15% in den letzten Umfragen. Sie kommen mal irgendwann vor 25 bei der vorletzten Landtagswahl, waren bei der letzten bei 23. Jetzt liegen Sie aktuell bei 15. Also das heißt, Sie kriegen das, was die SPD vielleicht auch bewirkt für das Land, gar nicht vermittelt. Genau, es gibt eben diesen Mechanismus, dass der Regierungschef, wenn er keine großen Schnitzer sich leistet, wie damals Herr Mappus, dass er von der guten Arbeit der Regierung mehr profitiert als der andere Regierungspartner. Deshalb ist jetzt im Wahlkampf schon nochmal die Zuspitzung in den nächsten Wochen die, dass wir sagen,
ohne eine starke SPD wird es keine Fortsetzung dieser erfolgreichen Regierung geben. Und ohne eine starke SPD wird es bei der Gemeinschaftsschule, bei der Ganztagsschule, aber auch bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums nicht vorankommen. Wir sind der Garant für den sozialen Zusammenhalt, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und da kommt es mehr denn je auf die SPD an. Aber ich meine, wenn es jetzt ganz blöd für Sie läuft, die AfD ist in einem senkrechten Steilflug. Die liegen jetzt bei uns bei 10, ich glaube bundesweit sogar bei 12%. Sie bei 15, Tendenz eher fallend. Das kann ja nochmal richtig eng werden, dass Sie als viertstärkste Kraft hinterher aus der Landtagswahl rausgehen. Also bin ich ganz zuversichtlich. Die SPD wird zur Wahl hin deutlich stärker mobilisieren. Das ist ja eine alte Weisheit, dass die SPD auf den Wahltag hin ihre Wählerinnen und Wähler mobilisieren muss. In den Umfragen ist es immer etwas schwierig. Und wir werden schon auch deutlich machen, dass die AfD als rechtsradikale Partei, die gegen Ausländer hetzt und die Demokratie verachtet und übrigens auch die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit geringschätzt, dass die nicht über das Wohl und Wehe dieser Landesregierung entscheiden darf. Deshalb werden wir alles dafür tun, dass solche Spalter nicht die Landespolitik beeinflussen können. Da gibt es schon auch eine klare Ansage von uns, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern klar machen, dass wir großes Verständnis für Ängste und Sorgen haben, dass es aber eine klare Grenze geben muss und die lautet, dass anständige Leute keine Rassisten ins Parlament wählen. Hat die SPD einen Fehler gemacht, als man die Landtagsdebatten abgesagt hat, wenn eine AfD-Person mit im Podium sitzt? War das ein Fehler? Nein, es war ganz wichtig, sehr deutlich zu machen, dass die AfD keine normale demokratische Partei ist und dass es deshalb kein Fernsehformat. Aber sie ist zur Wahl zugelassen. Aber sie ist keine normale demokratische Partei. Sie hat Stimmen und Landtagskandidaten, die davon reden, dass die Flüchtlinge Eindringlinge seien, die die Wirtschaft oder unser System aussaugen würden. Das ist ja Nazi-Vokabular. Oder wenn davon gesprochen wird, von einem AfD-Landtagskandidaten, wenn wir, also die AfD, kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann hat es mit dem normalen demokratischen Verfassungsbogen nichts mehr zu tun. Deshalb ist es eine rechtsradikale Partei und das muss auch bei diesem Podium deutlich werden. Deshalb habe ich mich dagegen gewandt, einfach anderthalb Stunden locker flockig über Bildungspolitik und andere landespolitische Themen mit einem AfD-Vertreter zu reden, sondern es bedarf schon auch Formaten, wo klar wird, dass auch AfD und Rechtsextremismus ausdrücklich Raum gegeben wird in den Diskussionen. Viele Medien, Zeitungen und auch das SWR-Fernsehen haben gesagt, dass sie solche Formate anbieten wollen. Und dann werden wir natürlich da mitmachen. Ich bin der Erste, der mit der AfD auch über den Rechtsextremismus und die völlig menschenverachtenden Äußerungen, zum Beispiel zum Schießbefehl an der deutschen Grenze gegen Flüchtlinge, Position bezieht. Wir als Sozialdemokraten, wir wollen nicht, dass Hetzer die Gesellschaft spalten, sondern uns geht es darum, den Zusammenhalt des Miteinander der Alteingesessenen und auch der neu zu uns gekommenen zu stärken. Und deshalb wollen wir ja auch bezahlbaren Wohnraum für alle, gerechte Bildung für alle schaffen. Und gerade diese Regierung und ich auch als Wirtschafts- und Finanzminister habe dafür gesorgt, dass nicht erst seitdem zahlreiche Flüchtlinge zu uns kommen, sondern seit 2011 der soziale Wohnungsbau in Baden-Württemberg deutlich ausgeweitet worden ist. Und die Sprachförderung für die ganz Kleinen in den Kindergärten, die haben wir nicht erst aufgestockt, seitdem Flüchtlinge zu uns kommen, sondern seit 2011 wollen wir, dass jedes Kind, egal welcher Herkunft, mit guten Deutschkenntnissen in der Schule an den Start gehen kann. Und deshalb ist unsere Antwort auf die AfD eine klare Haltung gegen das Menschenverachtende, das Ausländerfeindliche, was die AfD ausstrahlt, und ein klares Eintreten dafür, dass der soziale Zusammenhalt im Land gerade in diesen Zeiten gestärkt werden muss. Und Sie haben gerade gesagt, Sie würden sich auch mit jemandem von der AfD an ein Podium setzen und das Ganze auch dann ausdiskutieren. Genau, gerade diese Frage AfD und Rechtsextremismus, das muss ausdiskutiert werden, denn es kann auch nicht sein, dass führende Vertreter der AfD sagen, dass Herr Höcke mit seinen rassistischen Äußerungen zum normalen Meinungsspektrum der AfD gehört. Da müssen die schon auch Verantwortung für das übernehmen, mit dem die AfD jetzt in den Landtag einziehen will. Wir haben AfD-Landtagskandidaten, die extrem gegen Ausländer hetzen
Und Herr Meuthen als AfD-Landeschef tut so, als wären das nur so ein paar Jungspunde, die halt mal nicht den richtigen Ton finden. So geht es nicht, sondern wer demokratische Partei sein will, der muss dann auch sich von Landtags, der darf nicht mit Landtagskandidaten in den Landtag einziehen wollen, die eindeutig rechtsextremistisch und ausländerfeindlich unterwegs sind. Das werden wir nicht durchgehen lassen. Kommen wir nochmal zu Ihrer Partei, zur SPD zurück. Wir haben es ja schon angesprochen. Es ist ein Quotentief in den aktuellen Umfragen. Es gab einen Kommentar beim SWR, da hieß es, die CDU hat ein Kandidatenproblem. Haben Sie das auch bei der SPD? Nein, meine persönlichen Werte sind besser als die von Herrn Wolf. Aber klar ist, dass Herr Kretschmann als Ministerpräsident mit seinem Amtsbonus eine sehr starke Position hat. Wir haben mit mir einen Spitzenkandidaten, der Regierungserfahrung aufweisen kann. Ich habe als Wirtschafts- und Finanzminister maßgeblich die Erfolgsbilanz in der Bildung, in der Hochschulfinanzierung, beim Ausbau der Verkehrswege, der Schienenwege mitgestaltet. Aber Tatsache ist auch, niemand will Herrn Wolf als Ministerpräsidenten. Deshalb tun wir alles dafür, dass die erfolgreiche Arbeit von Grün-Rot fortgesetzt wird. Und dazu gehört eben auch die starke Regierungsmannschaft der SPD. Wir haben ja einen Innenminister, der Garant für die innere Sicherheit ist, der die Polizei massiv gestärkt hat. Einen Schulminister, der das Thema Gemeinschaftsschule, Ganztagsschule vorangetrieben hat. Eine Sozialministerin, die ein Arbeitsmarktprogramm für Langzeitarbeitslose aufgelegt hat, um auch Benachteiligten Leuten die Chance zu geben, in Brot und Arbeit zu kommen. Eine Integrationsministerin, die eine tolle Arbeit macht. Ein Justizminister, der die Privatisierung der Justiz rückgängig gemacht hat, für einen starken Staat steht. Also wir haben eine wirklich starke Regierungsmannschaft bis hin zu unserem Entwicklungshilfe- und Europaminister, der eine starke Stimme für Baden-Württemberg in Brüssel und Berlin ist. Das passt alles sehr gut und mit dieser Mannschaft wollen wir in den verbleibenden 4 Wochen die Baden-Württemberger davon überzeugen, dass wir wirklich eine starke SPD in der Landesregierung brauchen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, aus Ihrer Perspektive, niemand möchte den Herrn Wolf als Ministerpräsidenten haben. Aber das ist nun mal so, nach einer Wahl kann es ja durchaus sein. Die CDU bleibt stärkste Kraft im Land und von den Mehrheitsverhältnissen reicht es nur zu dem, was man auf Bundesebene eine große Koalition nennen würde. Das heißt, Schwarz-Rot, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen mit ihm nicht, würden Sie dann mit ihm wollen, wenn es die Kräfteverhältnisse nicht anders zulassen? Also unser Ziel ist es, eine eigenständige Mehrheit für Grün-Rot zu erreichen. Und es ist bei allen Schwierigkeiten, die die SPD in der Umfrage hat, nach wie vor eine realistische Möglichkeit. Wir haben die Chance, mit den Grünen eine eigenständige Mehrheit zu haben. Das Drama bei der CDU ist, dass die CDU keine Chance hat, eine eigenständige Mehrheit gegen Grün-Rot zu organisieren. Sie ist darauf angewiesen, dass die AfD stark ist, damit sozusagen eine schwache CDU dann als Notnagel in die Position kommt, den Regierungschef stellen zu können. Das halte ich für ein bisschen unwürdig als Situation. Deshalb werden wir alles dafür tun, dass SPD und Grüne so stark sind. Und da muss die SPD noch mehr als eine Schippe drauflegen, dass es klar ist, dass die erfolgreiche Arbeit weitergeführt werden kann. Baden-Württemberg wurde die letzten Jahre ja gut regiert und deshalb brauchen wir jetzt die CDU nicht an der Regierung. Ja. Könnte aber sein, dass es eine andere große Koalition hier im Land gibt, Schwarz-Grün. Ja, solche Spekulationen sind bis zum Wahltag eher die Angelegenheit der Journalisten. Tatsache ist, SPD und Grüne wollen gemeinsam weiterregieren. Wir haben alle Chancen, das zu schaffen und wir werden bis zum 13. März alles dafür tun, dafür kämpfen, wie die Löwen, dass das dabei bleibt. Und dann hat das letzte Wort natürlich die Wählerschaft hier im Land und danach wird es eine Regierungsbildung geben, auch das ist klar. Ja. Sie haben es gerade gesagt, niemand will Herrn Wolf als Ministerpräsidenten. Wie ist denn Ihr persönliches Verhältnis zwischen Ihnen beiden? Ich kenne den Herrn Wolf noch aus seiner Zeit als Beigeordneter in Lürtingen, da war ich Abgeordneter. Und kenne ihn natürlich aus der Landtagsarbeit. Es ist ein korrektes Verhältnis. Also, Herr Wolf ist ein respektabler Spitzenkandidat und Landespolitiker. Genauso wie Herr Rühlke und Edith Sitzmann und Klaus Schmiedl, die ganze Riege der Fraktionsvorsitzenden. Ich glaube bloß, dass viele spüren, dass er nicht sozusagen das Format hat, jetzt das Land in die Zukunft zu führen, dass er Vorstellungen hat, die häufig noch weiter hinter dem zurückbleiben, was die CDU auf Bundesebene in der Familienpolitik, in der Bildungspolitik vertritt. Und deshalb
ist es besser, die jetzige Regierung fortzusetzen. Es gibt ja auch eine hohe Zufriedenheit mit der Regierung. Muss man bloß den Bürgerinnen und Bürgern auch sagen, dann ist es auch wichtig, dass möglichst viele wählen gehen und damit erstmal die demokratischen Parteien stärken und natürlich dann auch die Fortsetzung dieser Regierungsarbeit mit einer starken SPD erlauben. Ja. Sagen Sie mal was Nettes über Herrn Wolf. Sie haben vorhin was Nettes über Herrn Kretschmann gesagt, das hätte ich jetzt gerne noch über Herrn Wolf. Herr Wolf ist ein honoriger Landespolitiker. Und er kann tolle schwäbische Gedichte schreiben und vortragen. Sehen Sie mal, das ist Ihnen doch relativ leicht über die Lippen gegangen. Ich glaube, Sie haben es mehrfach jetzt in dem Interview hier erwähnt, die Abgrenzung auch für die SPD gegenüber den Grünen, die den Ministerpräsident stellen, ist immer ein bisschen schwierig. Wie wollen Sie das denn in den letzten Wochen quasi auf der Zielgeraden zum Landtagswahlkampf, wie wollen Sie denn die Abgrenzung schaffen, ohne Ihren Koalitionspartner zu beschädigen? Ich habe immer gesagt, wir regieren mit den Grünen das Land gut. Und gutes Regieren setzt auch voraus, dass wir während der Arbeit in der Legislaturperiode die Dinge mehr oder weniger geräuschlos klären. Das ist uns auch gelungen. Ja. Entscheidend ist, dass wir im Wahlkampf dann aber wieder deutlich machen, wofür steht die SPD, auch in Abgrenzung zu den Grünen. Und das habe ich die letzten Monate an mehreren Punkten deutlich gemacht. Die SPD ist die Partei, die die Studiengebühren abgeschafft hat, auch gegen Widerstände bei den Grünen. Wir sind die Partei, die die Rechte von Beschäftigten gestärkt hat, auch gegen Widerstände bei den Grünen, als es um das Tariftreuegesetz und die Einführung eines gesetzlichen Anspruchs auf Weiterbildung ging, also das Bildungszeitgesetz. Und wir sind auch die Partei, die in Abgrenzung zu den Grünen bei der Frage der Infrastruktur und der inneren Sicherheit von Anfang an gesagt hat, wir müssen da richtig Geld in die Hand nehmen, um die Polizei zu stärken, gut auszurüsten, um den Verfassungsschutz nicht ausbluten zu lassen und um auch in neue Straßen zu investieren. Und dann ich glaube, so von Proportionalität zwischen Bevölkerung und Anteil Polizei sind wir in Baden-Württemberg im Bundesschnitt. Haben wir noch Aufholbedarf? Da haben wir Aufholbedarf. Deshalb war es so wichtig, dass Reinhold Gall als Innenminister schon 2012 eine große Polizeistrukturreform gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass deutlich mehr Polizisten auf die Straße kommen und dass wir auch schon bevor der islamistische Terror so furchtbar in Frankreich zugeschlagen hat, die Ausbildungsstellen bei der Polizei deutlich ausgeweitet haben. Denn Polizisten kann man nicht so einfach auf dem Arbeitsamt einstellen, sondern die müssen erst ausgebildet werden. Und wir haben die Polizeiausbildung deutlich ausgeweitet, weil wir wissen, dass viele Polizisten in Ruhestand gehen. Und deshalb ist die innere Sicherheit bei der SPD und bei Reinhold Gall wirklich in guten Händen. Wir kommen langsam zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Wieder wie am ersten Teil, bitte um eine kurze Antwort. Nach dem 13. März bin ich Ministerpräsident, weil ich? In den letzten vier Wochen noch ganz viele Bürgerinnen und Bürger davon überzeugt habe, dass die SPD der Garant für sozialen Zusammenhalt ist. Mhm. Nach einer Wahlniederlage bedeutet der Wechsel in die Opposition für mich? Das alte Motto, Opposition ist Mist, einfach wieder gilt. Alles klar, Herr Schmidt. Dann danke ich Ihnen herzlich, wünsche Ihnen alle Kraft für die letzten Wochen im Wahlkampf. Das ist kräftezehrend, das wissen wir gerade für Baden-Württemberg, wo man einen Winterwahlkampf in Kälte draußen in den Fußgängerzonen machen muss. Alles Gute Ihnen, auch am 13. März. Und ich sage, liebe Zuschauer, das war der Hausbesuch auf der Achalm bei Dr. Nils Schmidt, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Tschüss, eine gute Zeit noch.